In diesem Video lernen Sie mit Hilfe von Candlesticks einen Markt zu lesen und exakte Einstiegs- und Ausstiegssignale zu identifizieren. Und bevor wir starten, müssen wir einen kurzen Blick auf die Basics werfen, damit Sie auch genau verstehen, wovon ich hier rede. Grundsätzlich haben wir bei Candlesticks grüne oder rote Kerzen. Die grünen stehen für steigende Kurse, die roten für fallende Kurse, je nach Zeiteinheit. Wenn wir uns das anschauen, wenn wir also so eine grüne Kerze sehen, dann haben wir den Eröffnungskurs hier unten, wo dieses grüne Feld anfängt. Dieses grüne Feld, das nennt man den Kerzenkörper. Genau das gleiche bei dem roten. Das ist der Kerzenkörper. Dann haben wir hier den ersten Kurs und hier oben haben wir den letzten Kurs, je nach Periode, zum Beispiel Tageschart, den Tagesschlusskurs. Dann diese Striche. Oben und unten, das sind die sogenannten Schatten. Da haben wir einmal hier das Tagestief, der tiefste Kurs, der am Tag festgestellt wurde, und das Tageshoch. Das gilt sowohl für fallende als auch für steigende Kurse. Hier bei der fallenden haben wir das Tageshoch, Tagestief. Nur hier sind wir hier gestartet und dort geschlossen. Entsprechend der rote Kerzenkörper. Und diese Schatten hier, wir gucken uns die gleich mal in verschiedenen Ausprägungen an, die sind enorm wichtig. Darauf müsst ihr später achten, da anhand dieser Schatten könnt ihr wirklich die Stärke eines Marktes herauslesen. Aber natürlich sind nicht nur die Schatten interessant, sondern auch, na klar, die Kerzenkörper. Denn ein großer Kerzenkörper, großer grüner Kerzenkörper steht für Stärke, großer roter natürlich für deutliche Schwäche. Dann gibt es so kleine Kerzenkörper. Und wie wir das nachher alles zusammenfassen, gucken wir uns gleich am Live-Chart an. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Entwicklung von so einer Kerze. Die ist ja nicht auf mal da, sondern wenn wir zum Beispiel einen Tageschart uns anschauen, dann bewegt sich ein Markt den ganzen Tag über, geht mal hoch, geht mal runter. Und entsprechend, wenn wir uns hier diese Kerze ganz links anschauen, da sehen wir hier den Eröffnungskurs, hier oben den Schlusskurs, dann Tageshoch, Tagestief. Das heißt, wir sind hier unten eröffnet und irgendwann sah die Kerze vielleicht mal so aus. Also sie war rot, weil wir vom Eröffnungskurs sind wir erst einmal gefallen und entsprechend sah die Kerze hier so aus. Vielleicht hatte sie auch einen kleinen Schatten, ist am Ende des Tages erstmal nicht nachzuvollziehen. Aber einfach so zum Verinnerlichen, wie diese Kerzen überhaupt entstehen. Und irgendwann mal in der Tageshälfte vielleicht sah die Kerze so aus und dann hatten wir hier mal am Tageshoch, ne, war noch grüner und zum Tagesschlusskurs haben die Verkäufer dann ja so ein bisschen den Markt wieder gedrückt. Und eine Kerze kann sich natürlich auch folgendermaßen entwickeln. Irgendwann untertags haben wir richtig starke Bullenpower, die Käufer haben ordentlich die Hosen an und dann fangen die Verkäufer an, den Markt zu drücken. Mensch, und da sehen wir schon, ich sag mal, am Tagesende wird in der Zeitung wird immer noch stehen, die Aktie hat x Euro, Dollar im Plus geschlossen, x Prozent. Aber dass wir hier schon mal deutlich höher waren, das ist dann nicht zu erkennen. Und das ist dann das Interessante von den Candlesticks. Denn hier können wir schon sehen, dass am Tagesende haben die Verkäufer den Markt schon wieder ordentlich zurückgedrückt. Also die Bullen, die Käufer, die konnten bis zum Handelsschluss ja die Stärke gar nicht aufrecht halten, sondern mussten hier ja einfach wieder ein Stück weichen. Und noch dramatischer ist es eigentlich hier ganz rechts in der Kerze. Da haben wir zwar auch immer noch einen positiven Tagesverlauf, Öffnungskurs, Schlusskurs, aber dass die Verkäufer hier schon richtig Gas gegeben haben, die Käufer waren mal stark, ne? Die Kerze, die war mal knallgrün bis hier oben. Und dann haben die Verkäufer bam, 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 verkauft, verkauft, verkauft. Das heißt, vom positiven Tag ist eigentlich kaum mehr was übrig geblieben. Und so eine Kerze ist eher ein Zeichen der Schwäche. Und dann kommt es noch darauf an, wo sich so eine Kerze befindet. Als Beispiel schauen wir uns mal die BMW an. Und hier betrachten wir gerade einen Tageschart. Das heißt, eine Kerze, die wir hier sehen, umfasst alle Transaktionen eines Handelstages. Alle getätigten Käufe, Verkäufe, alle reellen oder tatsächlich gehandelten Umsätze. Und das Ganze kann man sich natürlich auch noch bis ins Kleinste anschauen. Kann man bis in den Minutenchart runter gucken. Man kann sich Tickcharts anschauen.
Aber grundsätzlich gilt, je niedriger wir in den Zeiteinheiten runtergehen, desto weniger aussagekräftig werden hier die Kerzen. Und am aussagekräftigsten sind sie tatsächlich, wenn man sie sich auf Tagesbasis anschaut. Denn da haben wir dann wirklich einen Break, nämlich wir haben zum einen haben wir einen Eröffnungskurs, dann haben wir den Schlusskurs des Tages. Warum der Schlusskurs des Tages so wichtig ist, dazu hatte ich auch mal ein Video gemacht zum Thema Xetra-Handel, verlinke ich euch hier oben und das könnt ihr euch auch mal angucken. Und deswegen, bei einer Tageskerze, bei einem Tageschart, da sind natürlich entsprechend viel mehr Transaktionen enthalten, viel mehr Emotionen der Marktteilnehmer enthalten. Und deswegen sind diese Kerzen auf Tagesbasis deutlich aussagekräftiger als jetzt zum Beispiel eine Kerze in einem Minutenchart, wo wir wirklich nur ein paar Transaktionen einfangen, die sich innerhalb einer Handelsminute abspielen. Und ja, da sind natürlich von den Emotionen her auch relativ wenig vertreten. Deswegen schon mal ganz wichtig merken, je niedriger die Zeiteinheit, desto weniger aussagekräftig die Kerzen. Was man noch beachten muss, ist, dass Candlesticks viel mit Immobilien gemeinsam haben. Denn wenn Sie eine Immobilie als Renditeobjekt kaufen, da ist es ja wichtig, wo die Immobilie liegt. Lage, 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 hört man da immer. Und bei den Kerzen ist es auch wichtig, hier auf die Lage zu achten. Treten zum Beispiel in einem Aufwärtstrend oder an einem Widerstand so große Schatten auf, wie wir sie hier sehen, Schatten oben, dann ist das ein klares Zeichen, das ist dann eher ein Zeichen der Schwäche. Wenn wir hingegen in einem Abwärtstrend oder an einer Unterstützung so Schatten sehen, dann ist das wiederum ein Zeichen der Stärke. Denn hier ist ganz klar, wenn wir uns das anschauen, der Markt fällt erstmal an ein ehemaliges Verlaufstiefs, wo schon auch Schatten aufgetreten sind und hier dann auch diese einzelnen Kerzen, wenn wir uns die mal größer machen, da hatten wir hier richtig dunkelrote Kerzen. Und auch hier, diese Kerze war mal richtig schwach, dann ist sie aber positiv aus dem Handel gegangen und zurückbleiben hier so Schatten. Das an einem Unterstützungsniveau sind einfach Zeichen der Stärke. Die Verkäufer, die hier mal die Oberhand hatten, wurden wieder in ihre Schranken gewiesen und die Käufer konnten sich hier schon wieder ein Stück weit behaupten. Und genauso kann man sich das auch an Verlaufshochs, an Widerständen vorstellen. Wenn wir uns angucken hier, diese Kerze, die hat ziemlich große Schatten. Machen wir nochmal ein bisschen, zoomen wir mal etwas rein. Schatten oben, Schatten unten, so ein kleiner Kerzenkörper. Das zeigt uns an, Mensch, die Käufer, die waren hier auch mal richtig aktiv. Die Kerze war mal richtig grün. Dann haben die Verkäufer das Ruder übernommen und zum Handelsende ist so ein mini kleiner grüner Kerzenkörper übrig geblieben. Das heißt, eigentlich haben wir hier schon ja so ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern. Und das nach einer deutlichen Aufwärtsbewegung ist schon mal und an Widerstand ist schon mal ein Zeichen, wo man vorsichtig sein muss. Und dann treten am nächsten Tag wieder so Schatten auf. Dann sehen wir sogar so ein kleines Umkehrsignal. Mal einen roten Kerzenkörper, nachdem wir hier tagelang nur aufwärts gerichtete Kerzen gesehen haben. Auch hier, die Kerze war mal grün, die war mal positiv, aber die Verkäufer haben nachher das Ruder übernommen. Dann in den Folgetagen wurde der Markt etwas zurückgedrückt, aber auch hier, die Käufer können sich nicht mehr durchsetzen. Überall Schatten oben, kein gutes Zeichen. Das ist eher ein Zeichen, die Käufer sind nicht mehr da und wenn die Käufer nicht stark sind, nicht mehr da sind, na, dann übernehmen die Verkäufer oft das Ruder und drücken den Markt dann entsprechend weiter nach unten. Und natürlich sind Kerzencharts nicht das Allheilmittel, nicht der heilige Gral, um Gottes Willen, aber sie bieten uns eine gute Chance, den Markt näher zu verstehen, näher lesen zu lernen. Wenn wir nämlich mal schauen, hier an den alten Tiefs, die wir eben besprochen haben, sind dann wieder so Schatten unten aufgetreten. Hier mal eine richtig positive Kerze, ne? Auch wieder Schatten, der Kerzenkörper, der war mal negativ, der war mal richtig rot und zum Tagesschluss hin haben wir aber wieder Stärke gesehen und das riecht ja nach einer Drehung, dass es wieder nach oben geht. Aber da ist es wichtig, dass man zum Marktlesen, dass man ihn im Gesamten erfassen kann, da gehört noch ein Stück weit mehr dazu. Aber die Kerzen sind schon mal der erste gute Schritt in die richtige Richtung.
Und wenn wir uns dann hier ansehen, dann ging es erstmal, zwar gab es hier ein großes Gap nach unten, das ist durch eine Dividendenzahlung entstanden, und trotzdem haben dann die Verkäufer in den folgenden Tagen nochmal nach unten Gas gegeben, bis dann hier so große Kerzen mal aufgetreten sind. Und das ist ja auch, wenn wir uns das anschauen, es ging erstmal nur abwärts und dann kommen die Käufer. Erstmal Schatten unten, so kleine Kerzen, die schon zeigen, naja, irgendwie, na, der Verkaufsdruck lässt nach. Und dann sehen wir mal, dass die Käufer hier richtig, ja, richtig Power zeigen. Und dann nochmal Power zeigen. So kann man schon mal eine Bodenbildung erahnen. Und daher, wenn sie dann noch an einer guten Trade Location auftaucht, dann ist das sehr, sehr interessant. Die Schatten, von denen ich spreche, die treten natürlich nicht immer auf. Und es gibt von den Candlestick-Formationen, es gibt verschiedene Bücher. Steve Neeson hat ein gutes Buch geschrieben. Da gibt es sehr viele Formationen. Aber meiner Meinung nach muss man die gar nicht auswendig lernen. Denn wenn man einfach ein tiefes Marktverständnis hat, wenn man weiß, wie diese Kerzen entstehen und wenn man einfach sich Gedanken macht, ja Mensch, was sagt mir das jetzt aus, dann ja, braucht man diese ganzen Fachbegriffe sich da nicht merken, sondern man kann so den Markt lesen lernen. Und manchmal ist es auch ganz sinnvoll, dass man mal mehrere Tage zusammenfasst, beziehungsweise diese wieder im Zusammenhang sieht. Wenn wir dann zum Beispiel irgendwie einen Aufwärtstrend haben und dann haben wir hier zum Beispiel diese grüne positive Tageskerze gefolgt von einer negativen roten Tageskerze. Das ist ein sogenanntes Bearish Engulfing Pattern, eine Zwei-Kerzen-Umkehrformation. Und jetzt stellen wir uns die aber mal etwas anders vor, beziehungsweise wenn wir schauen, wir hatten hier an dem ersten Tag, hatten wir hier unten den Eröffnungskurs. Ich male das einfach mal daneben. So, dann haben die Käufer Stärke gezeigt, sind vorher aber auch ein bisschen nach unten gelaufen. Und dann gucken wir uns den Folgetag an. Da hatten wir hier den Eröffnungskurs und hier unten den Schlusskurs. So, das heißt, jetzt haben wir Eröffnungskurs vom Tag 1, Schlusskurs vom Tag 2. Wenn wir die Kerze zusammenfassen, wäre das unser Kerzenkörper. Und zwar leicht rot, leicht fallend. Und dann können wir mal gucken. Bis hier oben hin ging das hoch. Das heißt, wir sehen hier einen Schatten oben. Wir hatten zwar auch einen Schatten unten, aber das zeigt uns schon mal ganz klar, Mensch, okay, hier haben wir auch wieder so einen Schatten. Hier haben wir auch wieder das Phänomen, dass erst die Käufer stark waren und nachher die Verkäufer den Markt aber ordentlich nach unten gedrückt haben. So, und das können wir auch hier wieder sehen. Wenn wir schauen, wir hatten so eine erste Aufwärtsbewegung, dann ging es so ein bisschen hoch, runter und dann traten hier Schatten auf. Schatten unten, Schatten unten, Schatten unten. Und wenn wir hier die Kerzen auch wieder zusammenfassen, dann wird dieses Phänomen nochmal verstärkt. Wenn wir gucken hier, fassen wir mal, also hier diese Kerze und diese Kerze zusammen. Da hatten wir hier oben den Öffnungskurs, dann hier unten haben wir den Schlusskurs, da können wir schon mal so hier hochzeichnen. Und am zweiten Tag hatten wir hier den Schlusskurs. Das heißt, das hier ist im Grunde auch wieder unser Kerzenkörper, leicht fallend, rot, aber auch wieder mit so einem langen Schatten unten. Und dann auch hier diese zwei Kerzen. Hier eins, zwei, wenn wir schauen, hier oben ging es los, zack. Dann war der Schlusskurs am Tag 2 war hier. Das heißt, hier ist unser Kerzenkörper, auch der ist rot, aber vom Schatten her auch wieder. Zack, Schatten unten, Schatten unten. Das sind die sogenannten Candlestick-Hammer. Das sehen so ein bisschen aus. Hier der Stiel, hier oben der Kopf, also insgesamt ein Hammer. Und das sind Einkerzen-Umkehrformationen, im Grunde im Kleid von zwei Kerzenformationen. Wenn man diese zwei zusammenfasst oder insgesamt vier, da sieht man auf jeden Fall, ah Mensch, ja, da sind die Käufer schon wieder aktiv. Und das, wenn wir eine Aufwärtsbewegung haben oder wenn sie sowas in einem Aufwärtstrend sehen und
Ein Trend läuft ja nie einfach nur bams hoch, sondern es gibt immer Bewegungsschübe, dann gibt es mal so leichte Korrekturen und wenn dann Schatten unten auftreten, dann wissen Sie, oh Mensch, die Chancen stehen gut, dass sich der Trend hier entsprechend weiter nach oben fortsetzt. Und das gilt sowohl beim Aufwärtstrend, aber natürlich auch beim Abwärtstrend, da nur umgekehrt, da wären dann die Schatten oben und die Kerzenkörper wären entsprechend auf der unteren Seite. Aktuell sind die Börsen am Hoch, das wird aber nicht immer so bleiben. Wenn Sie sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Geld verdienen möchten, wenn Sie eine helfende Hand benötigen, wenn Sie eine gute, glasklare Struktur benötigen, um mehr Geld aus der Börse herauszuholen, dann tragen Sie sich für ein Strategiegespräch auf meiner Homepage ein, der Steinrücken Akademie, und dann sprechen wir darüber, wie wir das mit Ihnen gemeinsam umsetzen können.